Hallo und herzlich willkommen hier nun Etherfields. Wir malen 4 Miniaturen gleichzeitig, das habe ich mir überlegt, weil ich mir dachte, ey, das sind 4 Charaktere, die für Etherfields da sind, die wir bemalen müssen, wenn wir zu viert spielen, dieses Spiel. Und da habe ich mir gedacht, ich mache einfach ein Video, ich setze 4 Spots in die Figuren und wir gucken uns die einzeln an. Oder gemeinschaftlich natürlich alle 4, werden wir das gleiche machen. Aber wie ihr schon seht, mache ich ja bei jeder Figur auch was Unterschiedliches. Also wir sehen ja schon, ganz unten links wird schon angefangen zu malen. Und dann schauen wir uns mal einzeln die Miniaturen an und gehen einfach da rein und reden darüber. Etherfields ist halt ein echt extrem cooles Spiel und ich habe mich da auch wirklich mega drauf gefreut, mit euch das anzumalen. Und deswegen habe ich das auch aufgenommen. Das gesamte Video geht 45 Minuten in etwa und ich habe aber hier auf jeden Fall Zeitraffer mit reingenommen, also eine doppelte Geschwindigkeit. Liegt einfach daran, da ich gesehen habe, so okay, das Video würde dann 1,5 Stunden gehen und manche Sachen muss man einfach gar nicht so ausführlich sehen, wenn man die langsam bemalt. Ihr seht schon, links unten habe ich jetzt das erste Mal weiß gehabt und bin jetzt mit Gelb und Grün im Grunde am Arbeiten daran. Liegt einfach daran, falls ihr eben gerade kurz gesehen habt, ich habe ja ganz kurz das eingehalten, wie sie ungefähr aussehen, die Miniaturen, oder beziehungsweise das Artwork, und daran habe ich mich ein bisschen gehalten. Das ist ja eigentlich gar nicht so mein Stil. Normalerweise male ich eigentlich drauf los, wie ich Lust habe, aber hier wollte ich, dass die Charaktere halt auch ein bisschen so die Farben halt auch davon haben, wie sie auf dem Artwork drauf sind. Und wir haben hier bei der unteren Miniatur wirklich so ein gelb-grün-gelb-Ton. Den wollte ich einfach dafür nutzen, um der Miniatur auch das entsprechende halt wiederzugeben, wie sie eigentlich dann halt auch gemalt wurde. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt alles 1:1 übernommen habe, sondern ich habe wirklich einfach aus dem Bauch heraus mir diese Farbe einmal angeguckt mit diesem Artwork von den Miniaturen und dann halt auch drauf losgemalt. Ja, das Ganze, wie gesagt, geht 45 Minuten. Insgesamt also 1,5 Stunden, und das ist ungefähr der Zeitrahmen, den ich gebraucht habe für jede einzelne Miniatur. Wenn wir das also mal 4 rechnen, dann kommen wir auf echt eine Menge Stunden. Ja, und das ist halt das Problem, also auch bei Helden gerade, da lässt man sich halt auch mehr Zeit, was ja an sich auch gar nicht so ein Problem ist, sondern einfach, dass man die Zeit mit einrechnet. Ich habe leider auch das Problem, dass ich hier wirklich das Ganze nochmal aufnehme. Also ich spreche jetzt das Video nochmal ein, weil meine Spur sich leider, die ist einfach abgehauen. Die ist verloren gegangen, hat sich davon gemacht und ich konnte überhaupt gar nichts retten mehr davon. Also deswegen spreche ich alles nochmal ein. Wenn ich dann also ein bisschen hake, dann liegt es vielleicht daran, dass ich überlege, ob ich das überhaupt schon erzählt habe oder nicht. Nicht, da ich das doppelt erzählt habe. Rechts unten jetzt zur Miniatur, da bürsten wir. Das ist das Kraftpaket, so heißt die Miniatur. Und das ist halt auch einer der einfacheren Leute oder Charaktere, die wir hier bemalen. Denn das Bürsten, das wisst ihr mittlerweile, ist eigentlich ein relativ einfacher und simpler Stil, um direkt Metall anzumalen. Das bedeutet, ich nehme Farbe, gerade Silber zum Beispiel, gehe mit dem Bürstpinsel rein, bürste das am Tuch ab, bis man relativ wenig Silber noch sieht, und dann geht man über die schwarzen Stellen. Dementsprechend hebt man das Ganze hervor, das Silber, und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Man kann es dann abtuschen, man kann auch nochmal einen helleren Silberton rüberziehen, um die höheren Stellen noch heller zu machen, von der Sicht, Licht, also von der Sonne anscheinend zum Beispiel. Aber dann ist man auch schon durch. Das dauert alles, weiß ich nicht, eine knappe 2 Minuten, dann ist man mit dem Projekt auch durch. Ich habe bei den Miniaturen auch eigentlich gar kein Non-Metallic Metal benutzt. Das sollte ich jetzt nochmal sagen, Non-Metallic Metal, weil ich relativ gerne Non-Metal sage. Ist einfach schnell abgekürzt und man weiß, was man da eigentlich macht. Das hat sich so vor 20 Jahren irgendwie eingebürgert, dass wir das auf die kurze Art und Weise erzählen. Aber beim letzten Video mit Alex, da hatte dann jemand gesagt, wir sollen das bitte richtig aussprechen, und natürlich möchte ich das für euch auch richtig aussprechen. Aber für mich ist es auch wichtig, dass die Technik passt und nicht, dass ich euch erzählen kann, wie die Worte heißen und euch nicht zeigen kann, wie es funktioniert.
Links unten möchte ich auch nochmal schnell eingehen. Das Artwork zeigt einfach, dass man halt auch Haut sieht bei diesem Kleid, bei diesem Unterkleid. Und das kann man eigentlich relativ einfach machen, indem man dann halt in die Farbe einen Farbton nimmt, den reinmischt und dann halt wirklich die Farbe relativ zügig aufträgt, aber vorher fast gar nichts mehr auf dem Pinsel hat. Das bedeutet, man streicht über die erhabene Stelle von dem Knie. Das muss nicht alles bedeuten oder alles heißen, weil umso mehr man von der Haut sieht, umso durchsichtiger wäre dann der ganze Schein und der Stoff sozusagen. Und dementsprechend kann man das halt auch wirklich so andeuten. Also man muss es nicht machen, aber ich mag das ganz gern, damit zu arbeiten und habe das also hier nochmal gemacht, damit ihr das auch sehen könnt, wie man das macht. Also das bedeutet wirklich, wenig Farbe darf auf dem Pinsel sein. Und es muss halt trotzdem so sein, dass es wie so eine Lasur ist. Weil nur wenn man eine Lasur benutzt, also eine wirklich sehr dünne Schicht drauf macht und nicht malt an sich, ja, also nicht alles voll kleckst mit seiner Farbe, dann funktioniert das. Rechts oben sind wir schon dabei, die Jacke anzumalen. Es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Also die geflügelte, ich weiß gar nicht mehr, ob das nicht Spielerin oder so war. Das kann sein, dass die so hieß. Ich habe jetzt leider die Boards nicht dabei, weil ich ganz woanders sitze als sonst an meinem Arbeitsplatz, weil meine Kids da sind und noch schlafen. Und ich morgens das noch aufnehme, damit das Video pünktlich online geht. Ja, aber nichtsdestotrotz, die geflügelte Lady dort hat richtig viel Spaß gemacht durch diese blaue Jacke, weil sie das hat richtig, das gibt ihr so dieses gewisse Etwas, finde ich. Und da habe ich mich dann halt auch wirklich einfach dran gesetzt, blau rübergezogen und das auch relativ hell. Zu den Miniaturen im Allgemeinen, diese vier Miniaturen sind ja Traumminiaturen, also Traumcharaktere. Und es gibt einmal diese tiefen Traum und diese, ja, diese krasseren Miniaturen, die sind in dem Kickstarter ausgeliefert worden. Ich habe jetzt die Miniaturen erstmal angemalt, die man fürs Spielen braucht und nicht für die gesamte Kampagne. Denn Etherfields ist nun mal ein riesiges Kampagnenspiel. Ja, und da habe ich mich einfach rangesetzt und habe dann einfach gesagt, okay, welche Miniaturen werde ich mit Sicherheit brauchen, welche wahrscheinlich nicht. Also diese große Miniatur habe ich erstmal weggelassen. Dafür braucht man auch mehr Zeit, um diese ordentlich anzumalen. Mit Sicherheit werden wir uns dann auch nochmal ein Video angucken, wie ich die bemale, weil ich glaube, das könnte euch auch mega interessieren, wie man eine Großfigur anmalt. Und darauf habe ich auch richtig Lust. Die vier Miniaturen an sich sind also alle sehr dunkel gehalten, wenn man sich das anschaut. Und das ist auch mit Absicht gemacht. Also ich habe eine schwarze Grundierung genommen, habe dann raufgemalt, weil ich einfach die Charaktere, die in der Box sind, die jetzt gelevelt sind oder Tagtraumcharaktere sind, irgendwie haben die so einen speziellen Namen, die möchte ich ein Stück heller malen. Das wird bedeuten, ich werde schwarz grundieren, nochmal weiß rüber grundieren, um die auf jeden Fall aufzuhellen. Und dann werden die Farben auch dadurch kräftiger und heller. Und dann werden wir auch sehen, dass sie sich unterscheiden. Ja, das möchte ich auf jeden Fall nochmal in einem Video machen. Dann kann man das so ein bisschen, ja, hin und her switchen. Dann werde ich auch mal Fotos machen, denke ich, und die reinsetzen, damit ihr den Unterschied erkennt und seht. Denn man kann auch hell auf schwarz malen, aber trotzdem werden die Farben heller, wenn der Untergrund schon weiß ist. Und das ist so meine Idee für Etherfields, wobei ich von dem Spiel jetzt gerade nicht so begeistert bin. Das werden wir in Gespielt XL von Dezember nochmal sehen. Da habe ich das Spiel auch nochmal vorgestellt und nochmal gesagt, warum und weshalb das eigentlich ein recht nerviger Anfang war. Und ich weiß auch gar nicht, wie es weitergeht. Unabhängig davon, die Miniaturen erstmal, die Qualität ist recht okay. Ich hatte das ja im Unboxing schon gesagt, dass die Miniaturen so okay sind. Sie haben halt einen Gussgrad, der relativ nervig ist an einigen Stellen. Den muss man auch abschneiden oder so cutten oder wirklich daran arbeiten, dass die wirklich hübsch werden. Zusätzlich muss man aber auch sagen, dass der Detailgrad bei einigen Sachen wirklich richtig hervorragend ist und auch Spaß macht. Aber zum Beispiel beim Kraftpaket ist das Gesicht einfach gar nicht wirklich gut ausmodelliert. Also man hat wirklich zwei schwarze Kugeln von den Augen und
da kommen wir nachher nochmal dazu, wie die Gesichter gemalt wurden und so weiter. Ja, nur dass ihr wisst, wie ich jetzt dann vorgegangen bin. Auf der linken Seite unten seht ihr, dass dieser Charakter im Grunde so eine Feen, ja, oder wie soll ich sagen, sieht auf dem Tableau aus, auf dem Spielertableau ein bisschen danach aus, als hätte sie irgendwie so Fahnen, ja, wie heißen die, ich weiß gar nicht mehr, das sind diese Vögel mit diesem schicken Auge drin. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, ist einfach zu früh. Auf jeden Fall, jetzt habe ich es. Faunfedern, genau. So sieht es auf dem Charaktertableau aus. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe das so einen Übergang gemacht. Habe aber trotzdem einen sanften Braunton als Übergang genommen, obwohl ich dann in der Hand wieder die ein bisschen heller gemacht habe, damit sie zu dem Untergewand passen. Das habe ich so gemacht, weil ich es eigentlich ganz gerne mochte, aber man kann es natürlich auch wirklich jetzt in einem Grün- oder Blauton anmalen, wenn man möchte. Wäre dann auch völlig in Ordnung. Ja, und der links oben, das ist mein Charakter, der Erfinder, glaube ich, oder was es war, der war auch ziemlich cool, der gefällt mir auch richtig gut und man sieht fast gar nichts bei ihm. Ich muss jetzt auch sagen, wenn ich die Aufnahme sehe, dann denke ich mir so, oh mein Gott, ihr müsst ja denken, dass ich da gar nicht dran gearbeitet habe an der Figur und das nach 20 Minuten. Ja, das ist halt der Punkt, den ich immer wieder sage, Leute, malt und am Anfang sieht es vielleicht auch nicht wirklich gut aus. Das bedeutet, dass man wirklich lange braucht, um einen sehr guten Effekt zu machen. Jetzt mit dem Grün an den Federn werdet ihr mit Sicherheit gleich sehen, oh, da kommt Struktur rein und da sieht man auf jeden Fall, dass es was wird. Aber am Anfang sieht es alles düster und dunkel aus und erst später wird es schick. Rechts davon die Miniatur mit dem einen Flügel, die sieht schon ganz anders aus und da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil wenn man diese Flügel akzentuiert, kann man das mit einem Pinsel machen, man muss es nicht bürsten und da bin ich halt aber auch nur auf die erhabenen Stellen gegangen und das sieht man jetzt perfekt, dass wirklich nur diese einzelnen einmal runtergemalt werden, damit die Akzente hervorgehoben werden. Ja, und so kann man das halt machen, wenn man das auch relativ schnell haben will und fertig haben will. Links da unten, jetzt wieder zur Miniatur mit diesen Faunfedern, da habe ich jetzt doch eine Non-Metal-Rüstung gemalt, einfach weil ich Bock hatte. Non-Metallic-Metal, sorry. Siehst du, da ist es wieder, ja? Ich kürze es einfach ab, weil es in meinem Kopf schon seit 20 Jahren so ist. Bedeutet, ich nehme einen Blauton und male den immer wieder ein bisschen heller direkt auf die Rüstung und male das jetzt auch ein bisschen mit Braun rein. Und das bei einer, ach nee, jetzt nehme ich die Jacke. Okay, wollte gerade meinen. Okay. Ja, und das sind immer diese Sachen, die dann auch unglaublich viel Spaß machen, wenn ihr euch an einer Sache so ein bisschen ausarbeitet, so wie mit dem Flügel da oben, das hat richtig Spaß gemacht. Das Kraftpaket ist jetzt nicht mein Lieblingsminiatur gewesen, hat mir auch nicht wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, liegt einfach daran, der sieht sehr plump an sich aus, der hat halt eine Rüstung, der hat halt ein bisschen was an roten Klamotten und dann ist der eigentlich auch schon fertig. Und die anderen haben halt mehr Details und da kann man sich halt mehr austoben, um wirklich was herauszuheben. Ja, und so malen wir jetzt zusammen. Ich hoffe, ihr malt auch. Ich hoffe, euch gefällt das Video und ich hoffe, dass euch das auch gefällt, diese Viererposition der Kamera zu sehen. Denn das ist einfach so eine Idee gewesen, das auch mal gleichzeitig zu sehen. Wenn ihr jetzt sagt, so, oh mein Gott, ich sehe fast gar nichts, wie wird denn das gemacht? Dann könnt ihr auch, wenn ihr am Computer seid, dann könnt ihr das auf jeden Fall größer machen. Oder wenn ihr das am Fernseher zum Beispiel seht, dann könnt ihr das auch über den Rechner auf jeden Fall erstmal größer klicken und dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Wenn ihr das jetzt nicht so gut fand, dann könnt ihr das unten schreiben. Kann in die Kommentare einfach und sagen, ey, bitte nicht nochmal, auch wenn es 4 Charaktere sind, finde ich das ganz toll, aber ich möchte die lieber einzeln sehen, dann ist es auch in Ordnung, dann kann ich mir auch die Arbeit dann einzeln nochmal machen, die Videos einzeln hochzuladen, wäre für mich jetzt auch okay, aber ich dachte, neues Jahr, neue Idee und ich finde es eigentlich ganz cool so, immer wieder irgendwo anders zu gucken, wo jetzt was Besonderes passiert oder was man da machen kann, damit man so ein bisschen, ja,
Abwechslung hat und dass es nicht eintönig und langweilig wird. Und eigentlich will ich ja auch von diesen langen Videos wegkommen, wobei das gespielt XL vom Dezember schon wieder extrem lang ist. Liegt einfach daran, dass wir dann wahnsinnig viele Spiele gespielt haben und ich die ja irgendwie präsentieren möchte. Ja, das jetzt zudem. Ansonsten war Etherfields ganz kurz und knapp echt ein Reinfall für mich, weil erstmal hat eine Karte irgendwie gefehlt, die wir brauchten, und der Anfang war dadurch extrem heftig und schwierig. Und irgendwann war das für mich auch so, ich habe ja darauf so eine Lust gehabt, und wenn man dann so ein bisschen enttäuscht wird, dann ist es halt auch leider so, dass man dann irgendwann sagt, so, ey, weißt du, nö, habe ich gar keinen Bock mehr drauf, lass es liegen und lass uns was anderes spielen. Und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, dass das Spiel schon richtig gut ist. Aber es ist halt nicht für jedermann was. Aber das könnt ihr halt im Spiel XL euch nochmal genau anschauen und anhören. Und das ist halt auch jetzt hier bei diesem Video auch so, wenn ihr auf Miniaturen steht, dann ist es schon gut. Dann könnt ihr euch das kaufen, obwohl es ja also auf jeden Fall teuer ist. Aber wenn ihr natürlich sagt, ey, die Großminiatur interessiert mich extrem, dann, ja, dann kauft dieses Spiel definitiv für die Miniatur, lohnt sich das definitiv. Die Großminiatur, an der lasse ich auch gar nichts rankommen, auf die freue ich mich auch wirklich sehr, die anzumalen. Da werde ich auch auf jeden Fall eine Menge reinsetzen an Zeit und ja, Ideen, wie ich die umsetze, weil ich das einfach so cool finde und interessant. Vor allem in der zweiten Welle kommen ja nochmal zwei Großminiaturen, auf die freue ich mich auch richtig, also richtig cool, und werde da auf jeden Fall mal gucken, wie wir dann die Videos mit den Einstellungen machen und wie ihr das am besten sehen könnt, wie die Miniatur angemalt wird. Da werde ich vielleicht auch noch das ein oder andere Mal mit der Airbrush arbeiten. Ich schau mal, ob wir das hinkriegen, dass ihr das dann mal auch sehen könnt, wenn ich mit der Airbrush arbeite, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie sich die Airbrush ja benutzen lässt. Weil ich glaube, der ein oder andere von euch wird vielleicht mit der Airbrush arbeiten. Ich muss immer wieder sagen, die Airbrush, finde ich, ist ein mega cooles Teil. Aber wenn sie nicht gereinigt ist oder dreckig wird, dann nervt die mich komplett. Weil ich bin halt eigentlich jemand, der relativ zügig arbeitet und zügig auch arbeiten will, weil ich nicht so viel Zeit habe. Und das ist schon so eine Sache, wo ich dann echt ein bisschen abgenervt bin. Weil ich dann mehr mit dem Reinigen zu tun habe, als mit dem Bemalen an sich. Das Bemalen mit der Airbrush geht halt so unglaublich schnell, dass man einfach danach mit dem Pinsel nochmal abarbeitet, seine Sachen. Aber trotzdem ist es so, dass ich das immer wieder bewundernswert finde, was eine Airbrush so bewirkt. In einem schnellen Maß, also gerade das OSL, wo Lichtschein überall hingeht, ja, also das ist halt auch ein richtig cooler Effekt, den man mit einem Pinsel auch machen kann, aber der halt länger dauert, wesentlich länger, um das richtig gut zu machen, und mit der Airbrush braucht man 10 Minuten und dann ist man durch. Finde ich immer wieder bemerkenswert, dafür hole ich die auch super gerne raus. Ja, und ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile, kann man eigentlich sagen, so ein Effekthascher. Also ich setze Effekte dort um die Miniatur halt hervorzuheben, und das relativ zügig und schnell, und dann sieht die halt cool aus und das war's, ja. Das Bemalen an sich ist ja auch so ein Effekt, weil es ja viele sagen, ich habe nicht so die Zeit zum Bemalen und das nervt halt auch. Man kann ja Figuren auch relativ zügig bemalen, also gerade mit den Washes und Inks und alles Mögliche, was es da mittlerweile gibt, kann man Figuren wirklich richtig schnell fertig bekommen. Ich mal gerade an Death May Die. Das wird auch nochmal was geben, vielleicht die Helden oder so. Das sind ja 10 insgesamt in der Box, 10 Charaktere. Ich habe jetzt erstmal das so gemacht, das ist halt auch ein gutes Beispiel dafür, wie man anfängt. Ich habe mir die erste Season davon angeguckt und habe überlegt, okay, welche Figuren brauche ich davon? Die habe ich mir rausgesortiert. Und halt meine Freunde gefragt, welchen Charakter wollt ihr als erstes spielen. Und dementsprechend habe ich jetzt 4 Charaktere genommen, die ich dann halt bemalen werde. Entschuldigung, das ist einfach zu früh. Ich muss mal was trinken. Könnt ihr in der Zeit weiter mal gucken.
Ja, und bei dem Deathmare, da ist es halt auch so, ich habe keine Lust, wirklich die ganze Packung anzumalen, wenn das Spiel dann gar nicht so gut ist, wie ich es erhoffe. Das ärgert mich dann nur und dementsprechend male ich jetzt erstmal Deathmare die ganzen Kreaturen, und bei den Kreaturen kann man sich halt wirklich schnell und effektiv auslassen, gerade wenn man dann Tuschen benutzt oder Washes oder so, dann geht es so zügig, dass die Miniaturen fertig sind. Gerade die Bösewichte, gerade die Monster, da muss man nicht ganz so viel Zeit investieren, wenn man nicht will. Trotzdem sehen die cool aus. Und dann kann man die erste Partie spielen und dann weiß man auch, ob man die restlichen Figuren so bemalen möchte oder ob man vielleicht die Packung auch wegpackt oder ob man sagt, ey, die Miniaturen haben es verdient, mehr bemalt zu werden. Dann kann man ja auch sagen, okay, darauf habe ich jetzt Lust und ich werde mehr Zeit investieren in die Charaktere, in die Bösewichte oder sonst was. Ich habe auch mittlerweile schon drei Figuren fertig und darauf freue ich mich auf jeden Fall, euch das zu präsentieren, auch bei einem gespielt XL natürlich vorzustellen mit den Miniaturen, da habe ich auch richtig Lust drauf und es natürlich auf den Tisch zu bringen und einfach mal eine Runde zu zocken mit bemalten Miniaturen. Und da möchte ich nochmal überleiten, weil viele ja auch sagen, sie haben halt nicht die Zeit. Wie schaffe ich das, so viele Miniaturen anzumalen? Ganz einfach, wir haben einen festen Tag, an dem ich male. Das bedeutet immer, der Dienstag ist mein Maltag und ich kann euch sagen, dass ich 20 Uhr ungefähr anfange. Mit dem Bemalen hoffentlich, manchmal auch erst ein bisschen später. Ich hoffe oder ich versuche immer so gegen 20 Uhr mit fertig zu sein, also die Dustpalette vorzubereiten, ein Video rauszusuchen, die Miniaturen schon hinzustellen und dann anzufangen zu bemalen. Das Ganze geht dann bis 23 Uhr oder 24 Uhr ungefähr, also 3, 4 Stunden. Manchmal geht es dann auch ein bisschen länger, weil ich dann ja gerade in diesem Flow bin und es auch fertig machen will, was natürlich aber auch arbeitstechnisch dann abgesichert sein muss, dass ich keinen Frühdienst bekomme, was bei mir immer der Fall ist. Meine Kollegen achten darauf, dass ich am Mittwoch definitiv keinen Frühdienst habe, weil ich dann Kernschrott wäre, wenn ich um 6 auf Arbeit sein muss und um 1 ins Bett gehe. Dadurch habe ich aber nun mal 4 Stunden Zeit. Wenn ihr jetzt ausrechnet, natürlich von vorhin, was ich erzählt habe, da ich 1,5 Stunden für jede Miniatur hier für Etherfields gebraucht habe, dann wisst ihr, 4,5 Stunden, also 3 Miniaturen, habe ich an einem Dienstag geschafft. Die vierte Miniatur links unten, die habe ich halt nicht geschafft. Das bedeutet, ich habe dann das Glück gehabt, sagen wir mal das Glück. Meine Freundin hatte keine Lust, am Mittwoch irgendwas mit mir zu unternehmen, sondern wollte lesen, dass ich mich dann nochmal hingesetzt habe und die Miniatur fertig gemacht habe. Und dementsprechend ist das Video dann halt auch durch, weil ich alle 4 fertig habe. Und wir ja auch gedacht haben oder gesagt haben, so, ja, yeah, wir wollen das ja noch spielen. Und zwar im letzten Jahr. Und dann habe ich natürlich das so weit fertig bekommen, dass man das dann auch ja, regeltechnisch und spieltechnisch auf den Plan bringen kann und alle Miniaturen bemalt sind. Dazu muss ich natürlich sagen, bei Etherfields braucht man nicht alle Figuren, also die 4 Helden, wenn man mit den 4 Charakteren spielt oder 4 Leute ist, dann muss man die schon anmalen. Aber es kommt ja am Anfang auch nur ein Monster oder ein Bösewicht ins Spiel. Also nicht mal alle Monstren muss man bemalen. Das bedeutet, ihr habt hier 5 bis 6 Miniaturen, die ihr bemalen müsst. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, welche Miniaturen braucht ihr am Anfang. Das will ich nicht spoilern. Wenn ihr da Lust habt und das wissen wollt, dann könnt ihr mich da gerne anschreiben. Dann entweder schicke ich euch das per E-Mail, ja, oder ich schreibe vorher in die Kommentare Spoiler-Alarm und damit dann keiner weiterlesen kann. Da können wir auch nochmal raufschreiben, welche Miniaturen sind denn jetzt die, die ich brauche. Also, bei Etherfields muss man aber auch sagen, es sind ja nicht alle Bösewichte als Miniatur dabei, sondern wir haben auch ganz viele Pappmarker. Das bedeutet, ihr könnt halt auch am Anfang die Pappmarker verwenden für den Bösewicht am Anfangsszenario. Das bedeutet, rein theoretisch braucht ihr nur 4 Charaktere bemalen. Und dann könnt ihr schon Etherfields anfangen zu malen, zu spielen. Und das ist natürlich eigentlich ziemlich cool, weil so ein, ja, sanfter Start für Miniaturenbemaler ist ja eigentlich ziemlich selten. Zusätzlich muss man auch sagen, dass so eine Kampagnen ja auch gar nicht so in einer halben Stunde gespielt sind. Also klar, man hat dann halt Kampagnen, die kürzer oder Kampagnenteile, die kürzer sind, aber man hat halt auch Kampagnenteile, die ein bisschen länger gehen und dementsprechend
ist es nicht so, dass ihr in einer halben Stunde das erste Kapitel durchgespielt habt. Ist viel mit Lesen auch. Das möchte ich auch nochmal sagen. Also wer Etherfields gerne haben möchte, der sollte auch darauf bedacht sein, das ist ein Geschichtenbuch. Und da sind halt auch die ganzen Regeln schon verankert und werden halt immer wieder vorgelesen, damit ihr dann auf jeden Fall ja ein Gefühl dafür bekommt, was ihr eigentlich machen dürft und machen könnt und so weiter. Also wenn ihr damit Lesen echte Schwierigkeiten habt oder keinen Bock drauf habt, dann ist das Spiel nichts für euch, nämlich gar nichts. Ja. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, wir gehen nochmal auf die Haut ein. Jetzt zur Miniatur nochmal. Die rechts oben, die Miniatur, da wird schon die Haut angemalt. Das hat auch wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich ja den Helm auch so recht weiß gemacht habe durch diese, also die hat in der rechten Hand oder Armbeuge im Grunde, hat sie halt so einen Helm. Und den habe ich dann ja verspiegelt im Grunde gemacht, die Scheiben. So ein bisschen blau eigentlich gelassen, weil sie ja eine blaue Jacke anhat und dann trotzdem diese verspiegelten Scheiben so weiß gemacht. Da die Haut jetzt mit reinzubringen, bringt der Figur nochmal richtig viel Volumen, weil das wird total cool aufgelockert und das passt so unglaublich gut zusammen. Beim Kraftpaket, der hatte auch überall Haut, da musste man immer zwischendurch nochmal rangehen, weil er dann halt da irgendwelche Sachen gefehlt haben, weil der nur so einen Überhang hat. Aber wie schon erwähnt, das sind nur drei Töne im Grunde. Also wir haben Silber, Gold habe ich gemacht, das sind Metallfarben. Dann habe ich Rot genommen und dann einmal Hautfarbe und dann ist die Miniatur auch schon fertig. Weil bei dem brauchen wir uns gar nicht großartig darum kümmern. Das ist auch gar nicht so eine schwierige Aufgabe. Außer natürlich, ihr habt Schwierigkeiten mit Hautfarbe, wie voll viele Leute irgendwie haben. Da muss ich immer sagen, malt Hautfarbe wie Haarfarben, wie Mäntel oder sonst was und kommt von der Idee weg, Hautfarbe muss aussehen wie, keine Ahnung, das beste Modell überhaupt, weil man darf eins nicht vergessen, die Hautfarbe ist meistens der kleinste Bestandteil der Miniatur. Zusätzlich ist es auch so, wenn ich es auf dem Spielbrett habe, die Miniatur, dann ist es auch so, dass ihr sowieso das nicht seht. Ihr habt immer recht schlechtes Licht. Hier habe ich ja Tageslichtlampen, damit ihr eine perfekte, ja, perfekten Blick auf die Miniaturen habt. Auf dem Spieltisch habe ich auch eine Deckenbeleuchtung und zwar ein Panel mit extrem viele Lumen und trotzdem sieht man auf dem Tisch nicht jedes Detail und auch nicht alle Farben so schön. Ja, und deswegen muss man immer ein bisschen gucken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Fall ist es so, es sieht dann cool aus. Ihr wisst, was ihr gemalt habt und die Hautfarbe ist der kleinste Bestandteil. Ihr seht also, dass da Hautfarbe drauf ist und ist gut. Das gleiche gilt für Augen. Wenn ihr dann Augen malt, malt ihr diese für euch oder für die Vitrine. Wenn ihr eine coole Vitrine habt, dann passt es natürlich, weil ihr dann auf jeden Fall die Augen dort reinmalen könnt. Und wenn ihr die in der Vitrine euch anschaut, dann seht ihr auch, ah, da ist Licht drin, da sehen wir auf jeden Fall, wie die Augen bemalt sind. Ansonsten malt ihr das rein theoretisch nur für euch oder für denjenigen, der halt die Miniatur wirklich sich hochnimmt und wirklich vor die Augen hält, um mal zu gucken, wie ihr gemalt habt. Also kommt von dem Optimum oder von dem Besten weg, denn beim Kraftpaket zum Beispiel habe ich die Augen weggelassen, weil es war einfach schlecht ausmodelliert und da sich da einen abzubrechen, die Augenhöhlen irgendwie mit Weiß und Schwarz zu malen, habe ich mir gespart. Denn das ist gar nicht so einfach, wenn man halt wirklich so Anfänger auch ist, Augen zu malen. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe zu malen, die Augen immer weggelassen und irgendwann habe ich dann halt wirklich gelesen, wie man Augen malt und dann habe ich das angefangen und geübt. Also das ist auch jetzt gar keine Hexenkunst, sondern man kann halt wirklich einmal schwarzen Untergrund machen in der Augenhöhle, dann die mit einem Rand natürlich lassen und die Pupille im Grunde weiß ausfärben, so dass der Rand schwarz bleibt und dann nimmt man einen wirklich feinen Pinsel, macht schwarze Farbe rauf und geht von oben nach unten mit einem Strich einfach in der Mitte lang. Das ist der große Clou. Ich habe schon andere Sachen gehört, die haben immer nicht so funktioniert. Also ich habe schon mit Zahnstochern gearbeitet, da wurde dann gesagt, der Zahnstocher wird einfach, ja, mit Schwarz geht man da rein,
macht einen Punkt und dann hat man eine wahnsinnig gute Pupille. Das kann ich mir nur vorstellen, wenn die Figuren einen größeren Maßstab haben, weil ich habe es ausprobiert und der Zahnstocher ist ja auch nicht ideal, muss man auch dazu sagen. Der ist ja nicht ideal gefertigt. Und da war das ganz häufig, entweder war das Schwarz schon ausgetrocknet, wenn ich da an der Pupille gearbeitet habe und habe da rumgedrückt und da ist nichts passiert, oder es war dann halt überall und nirgends. Zusätzlich muss man auch dazu sagen, wenn ihr Augen malt, schaffe ich natürlich auch nicht immer perfekt, die Linie zu machen, sondern ich gehe dann mit der Farbe über die Wange. Ja? Und dann habe ich halt so einen Strich über der Wange unten. Das ist aber gar nicht so schlimm, also ärgert euch da gar nicht. Das passiert mir ständig. Und dann habe ich aber auf der Nasspalette ja die Hautfarbe noch. Idealerweise habe ich eine Nasspalette, das ist wirklich Nonplusultra, denn die Nasspalette hält die Farbe nass und ihr könnt dann mit der Hautfarbe die Hautfarbe aufnehmen und dann über die Wange gehen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist es ja auch wieder so, wie ihr gemalt habt. Ihr müsst euch nur überlegen, welchen Hautton habt ihr oben auf der Wange gemacht, meistens einen der helleren, weil ja von oben die Sonne kommt. Perfekt. Und dann seid ihr schon durch. Deswegen seht ihr das auch bei der rechten Miniatur oben mit dem Flügel. Da habe ich Augen gemalt, weil das sich lohnt, weil die auch ein offenes Gesicht hat. Bei dem Kraftpaket unten rechts nicht. Der hat nur einen Helm. Da hat sich das einfach überhaupt gar nicht angeboten. Zum Licht muss ich nochmal sagen, ich habe mir vor Weihnachten, nochmal eine Tageslichtlampe gekauft, eine zweite. Und ich finde, das sieht man im Video auch richtig gut. Dazu möchte ich nochmal sagen, ich manipuliere hier nicht, ich mache nichts schöner oder sonst was. Ich helle nicht auf mit dem Programm, ich mache auch keinen Kontrast rein oder so, sondern ihr seht die Miniaturen 1:1 so, wie ich sie bemalt habe und wie ich es halt auch, ja, also wie es von der Kamera aufgenommen wurde. Und deswegen sind zwei Tageslichtlampen gut. Habe ich auch erst jetzt irgendwie mir geholt, weil eine Tageslichtlampe ist nicht teuer, so ab 25 Euro muss man ungefähr rechnen. Wenn ihr zwei kauft, sind das 50 Euro und damit lotet ihr den Schatten aus. Und das macht so viel aus, also meine Augen danken mir das, dass ich endlich dazu gekommen bin, mir eine zweite Tageslichtlampe zu kaufen. Und vor allem ist es einfach fürs Video halt auch mega genial. Wenn ich die Tageslichtlampen anmache und mich darunter setze, dann ist es natürlich richtig gut, weil erstmal bleibe ich halt dadurch auch wach. Ja, muss man auch dazu sagen, Tageslichtlampen bringen einem ja was, weil da kriegt ja der Körper auch wieder das Gefühl, oh ja, wir sind jetzt gerade hier im Hellen. Zusätzlich muss man aber auch sagen, dass ich habe diese zweite Tageslichtlampe mal ausgelassen und habe meine eine Tageslichtlampe angemacht und ich war so schockiert, wie wenig Licht ich eigentlich hatte, um Miniaturen zu bemalen. Also eine zweite Tageslichtlampe bietet sich wirklich an. Ich weiß, 25 Euro sind schon ein paar Farben und Pinsel, aber dennoch tut euren Augen den Gefallen und kauft euch zwei, stellt eine links hin, eine rechts, lotet das Gesamte aus, damit ihr dann die ideale Fläche habt zum Bemalen und keine Schatten existieren. Ja, es gab mal über einen Kickstarter so einen krassen Lichtbogen. Den hätte ich mir auch gerne gekauft, das war wirklich richtig cool für Maler, aber 250 Euro ist dann doch mir zu viel, im Gegensatz zu 50 Euro, kann man auf jeden Fall machen. Achtet da darauf, auf die Lumen natürlich, da gibt es aber auch ganz normale Videos, worauf ihr achten müsst, gerade wenn ihr vielleicht lichtempfindlich seid, dann kann es auch sein, dass ihr die anbaut und dann nach einer halben Stunde Kopfschmerzen bekommt, kann es auch sein. Dann packt die wieder ein und schickt die zurück und bestellt euch die nächste. Weil es kommt wirklich darauf an, welche Lumen und welche Frequenz da drin ist. Und wenn ihr da die richtige Tageslichtlampe habt, dann ist es optimal. Bei mir ist es auf jeden Fall diese Tageslichtlampen, die ich habe. Kommen wir zu den Miniaturen. Wir sind am Ende der ersten Miniatur. Ihr seht, die Base wird schon wieder gebürstet von mir. Warum mache ich eigentlich immer die Basen zum Schluss? Das kann ich euch gar nicht sagen. Für mich ist es so eine Art, wir sind fertig mit der Miniatur und jetzt kommt der letzte Schliff. Ich finde es auch immer cool, weil das sieht dann nämlich nach einer fertigen Miniatur erst aus, wenn die Base fertig ist. Der Trick ist, wenn ihr natürlich viele Miniaturen habt und sagt, oh ey, das nervt so unglaublich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, dann kann ich euch sagen, macht erst die Basen fertig, weil dann habt ihr das Gefühl und ihr überlistet euch, ihr seid ja fast fertig. Ja,
Wenn die Basen fertig sind, dann sehen die Miniaturen schon tausendmal besser aus, als hättet ihr schwarze Miniaturen. Ich habe beim Kraftpaket auf jeden Fall nochmal ja, so eine Art Tusche raufgepackt in die Ritzen und damit sie fertig gemacht. Das habe ich euch jetzt nicht präsentiert, weil ich dachte mir so, ja, das bietet sich jetzt an, einfach dann, wenn die Kamera aus ist, das nochmal schnell zu machen. Ich werde euch aber nachher nochmal zeigen, was ich damit meine, weil eine Miniatur, da mache ich das. Ja, wir sind schon auch jetzt auf die letzten Minuten eigentlich. Es sind noch 10 Minuten, dann sind wir schon durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schneller gegangen, als ich geglaubt habe. Also schön, dass ich das Video nochmal aufnehmen konnte. Ich hoffe, dass es auch alles geklappt hat und die Tonspur jetzt drin ist, damit ich das dann online bringen kann und ihr, wenn ihr malt heute oder wenn ihr die nächsten Tage malt, euch ein schönes Video angucken könnt. Gerade von Etherfields finde ich einfach jetzt gerade so brandaktuell. Da sind ja viele Leute heiß drauf oder freuen sich drauf. Falls sie die erste und zweite Welle alles in einer zweiten Welle gemacht haben, dann können sie sich das schon vorab anschauen. Und wenn das dann alles ausgeliefert ist, dann sich ransetzen und die Miniaturen bemalen. Rechts oben jetzt auch jetzt wieder so ein Blauton. Beim Kraftpaket habe ich ja rot genommen. Das liegt einfach daran, dass ich halt diese Wiederkehr von der Miniatur, von dem zusätzlichen Board einfach ja nochmal einfangen möchte. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen, aber ich fand es hier einfach so klassisch, passt, fertig. Links oben nehme ich einen braun bzw. einen kupfernen Ton. Ihr könnt da auch metallisch rangehen, das ist völlig egal. Bei dem ist es nämlich so, der hat auf der Base modellierte Zahnräder. Man muss auch dazu sagen, Etherfields hat ja das ein oder andere Upgrade mit reingepackt, ohne irgendwas, also einfach so. Und die haben halt diese Miniaturen nochmal upgradet, indem sie die Basen ausmodelliert haben. Und das macht der Figur natürlich nochmal ein bisschen zusätzlichen, ja, Charisma. Rechts oben sind wir jetzt auch schon durch. Das bedeutet, hättet ihr gewettet vorher, dann wäre es schon lustig gewesen, mit welcher Miniatur oder welche Miniatur braucht denn am längsten? Ich glaube, darüber brauchen wir jetzt gar nicht mehr richtig reden. Weil das hatte ich im letzten Mal, als ich es aufgenommen habe, war es ganz cool. Da hätte man auf jeden Fall wetten können, welche Miniatur. Ihr seht auf jeden Fall schon, woran ich noch arbeiten muss. Und dementsprechend haben wir jetzt halt den Typen auf den Stelzen mit seinen Vogelfedern. Der ist jetzt eigentlich so der, ja, in den letzten Zügen. Und hier gucken wir aber jetzt nochmal rauf, weil da gibt es auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen, ja, was ich in die Ritzen rein tusche einfach. Das bringt das Ganze nochmal auf ein anderes Level, weil wir natürlich dann die Vertiefung haben, die sind dunkler und ich hole auch ein bisschen das Metall wieder, das erde ich im Grunde, indem man diese Tusche darauf, dieses Wash darauf knallt, weil dann wird es alles ein bisschen dunkler und düsterer und das ist ja der Effekt, den wir eigentlich haben wollten bei den Miniaturen. Damit wir dann diese anderen, diese abgegradeten Helden dann viel, viel heller und schöner bemalen können. Ja, aber damit sind wir bei dem auch schon durch. Damit können wir uns auch schon von ihm verabschieden und wir gehen wirklich zu der letzten Miniatur. Und da sind wir natürlich auch nicht so. Ich werde euch da noch ein bisschen was dazu zeigen und ja, nochmal sagen. Zu der Base ist immer so zu sagen, ihr sagt ja vielleicht auch, oh mein Gott, warum base der oder warum bemalte denn die Base so spät? Dann malt man doch alles an. Ja, Nummer eins, ihr braucht einen guten Bürstpinsel. Ja, am besten, also bei mir hat sich es am besten rausgestellt mit einem Zungenbürstpinsel. Den finde ich am besten. Der hält die Borsten natürlich wirklich sehr, sehr zentral. Und der bürstet sich halt nicht so nach außen. Und dementsprechend habt ihr die Farbe eigentlich auch auf der Base. Zusätzlich muss ich aber sagen, wenn die Stiefel angemalt werden, dann hat es auch einen charismatischen Touch von, ja, das war schmutzig und die Stiefel sind jetzt auch ein bisschen schmutzig und deswegen ist es eigentlich ganz cool, finde ich. So, jetzt haben wir sie in Großformat da, damit ihr nochmal ein bisschen raufgucken könnt und auch nochmal das Gefühl davon haben könnt, okay, diese Einzelminiatur zu bemalen oder zu sehen, macht mehr Sinn als diese Viereraufnahme. Aber ich finde es ganz cool. Und jetzt könnt ihr auch das Non-Metal an der Also an der Brust euch nochmal anschauen gleich. Ich finde, das hat so viel Spaß gemacht, die zu bemalen. Also, ach, jetzt wieder Non-Metal, ja. Ihr merkt es, ich krieg's nicht weg, aber ihr wisst, was ich meine.
Und bei der Miniatur war es halt auch so, ich weiß nicht, was sie in der Hand hat. Das ist nämlich das, was ich meine mit dem Modellieren oder beziehungsweise mit dem, ja, wie soll ich sagen, dass das wirklich was ist, was man erkennt. Und das ist eine Pfeife, glaube ich, aber man konnte es nicht wirklich sehen. Und das finde ich halt immer blöd. Da hätte ich dann lieber was anderes genommen, wie ein Stück Zeitung oder weiß ich was, eine zerknüllte Zeitung oder ein Geldbeutel oder sonstige Sachen, die man erkennen kann, weil die ist einfach zu klein, die Miniatur, und das ist dann nicht gut gegossen oder so. Also ich mache da dem Modellierer keinen Vorwurf, weil manchmal ist der Guss dann schlechter als gedacht. Und schaut euch bitte nochmal das Knie an. Das, was ich am Anfang gesagt habe, dass da jetzt dieser Hautton rauskommt, das seht ihr auch. Wenn ihr da genau raufguckt, dann seht ihr, dass da so ein leichter Schimmer von Haut drauf ist. Und das ist das, was ich meinte vorhin. Man kann so, also gerade so Seidentücher oder so, kann man damit gestalten, indem man halt diesen Hautton leicht durchschimmern lässt. Und das mag ich total gerne, das mache ich auch ganz gerne mal. Aber da ist halt, ja, ist der Aufwand und der Nutzen immer so eine Frage. Lohnt sich das bei der Miniatur oder lohnt sich das überhaupt? Ist man schon so weit, so zu malen oder lieber nicht? Und das heißt nicht, dass ich jetzt der Vollprofi bin, sondern einfach, dass ich Spaß daran habe. Und das möchte ich auch nochmal sagen. Malt bitte mit Spaß. Nicht, dass ihr das so ein, oh, ich muss jetzt malen. Weil das ist immer schwierig, das ist wie beim Sport. Ja, ich muss jetzt zum Sport. Dann werdet ihr es auch nicht schaffen, sondern wenn ihr Bock darauf habt und Lust darauf, dann macht das. Und so ist es ja hier auch. Ich habe da richtig Bock drauf gehabt auf die Minis und dementsprechend habe ich das dann halt gerne gemacht, weil ich einfach dachte, oh, da habe ich richtig Bock drauf, so ein bisschen, ja, die Haut durchschimmern zu lassen oder dieses Non-Metallic Metal, jetzt habe ich es gesagt, zu malen. Wenn man darauf Lust hat, dann macht es auch Spaß. Dann wird es auch was. Und dementsprechend seid da nicht so kritisch mit euch selber, sondern fangt einfach an, ein bisschen zu pinseln und ja, irgendwann kommt dann der Punkt, wo ihr sagt, darauf habe ich jetzt Lust, nicht die Miniatur in 1,5 Stunden zu bemalen, sondern ich möchte jetzt wirklich 3 Stunden dafür benutzen oder 4,5 Stunden. Und dann wird die Miniatur natürlich noch ein bisschen krasser und noch krasser, weil ihr mehr Arbeit und Zeit investiert als 1/2 Stunde. Weil dann brauchen wir nicht drüber reden. In 1/2 Stunde werde ich eine Miniatur definitiv nicht hinkriegen, zumindest wenn es kein, also wenn es ein Held ist. Dann schaffe ich niemals in 1/2 Stunde die Miniatur fertig zu malen. Ja, jetzt sind wir in den letzten Zügen. Ihr seht, wir basen wieder. Also Base wird angemalt. Und da ist es auch so, seid vorsichtig mit der Base, weil ich gerade mit den Bürsten, wenn ihr zu viel Farbe raufnehmt, dann ist es halt immer so, dass es dann so schlierig aussieht. Ihr müsst ganz viel Farbe abtragen auf dem Tuch, auf eurem Küchentuch oder so, damit da wirklich nur noch die letzten paar Farbpartikel drauf sind. Und die erhabenen Stellen bemalt werden. Und gerade wenn ihr immer höher geht und die Base ausfadet, sage ich mal, im Groben und die heller wird, dann sieht man halt auch, okay, da ist eine Struktur drin. Und wenn ihr die aber übertuncht, dann wird das nichts. Das war's. Das waren die 4 Miniaturen von Etherfields. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, ein Daumen hoch wäre cool. Schreibt was unter die Kommentare. Und was habt ihr schon angefangen zu malen? Interessiert mich natürlich. Und das wäre schon richtig cool. So, das war's. Ich möchte mich jetzt diesmal richtig verabschieden, weil beim letzten Video, als ich es aufgenommen habe, also bei dem Video, was ich aufgenommen hatte, da habe ich das relativ kurz gemacht, weil ich gesehen habe, dass die Zeit schon vorbei ist. Hier also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns die Tage nächstes Wochenende, glaube ich, mit Gespielt XL. Und bis dahin macht's gut. Passt auf euch auf, euer Tigurion.